Willkommen, meine lieben Freunde des Unverständnisses und willkommen zurück zu Terraria Version 0, nee, stamped Version 0.65b. Wir machen weiter und gucken mal, dass wir die ganze Map aufdecken und wartet kurz. Okay, so. Und die ganze Map aufdecken und dann nochmal gucken, dass wir die Dinger da zerstören. Wie heißt's? Dämonenaltare. Heißt, wir gehen raus. Unter der Erde. Warte nicht, ich nehme nochmal Holz mit. Oder wisst ihr was? Weil ich ja so reich bin. Wobei, wir nehmen die 99 mit. Ich weiß, der sortiert mir immer wieder automatisch die Kiste um, oder? Toll. Wirklich. Ich hätte ganz gerne eine Eisenspitzhacke. So. Wollte ich eigentlich gar nicht. Können wir die verkaufen? Ey, kannst du? Ja, gut, jetzt haben wir sie halt und für den Fall, dass ich mal noch eine brauchen sollte, lege ich sie hier dazu. Ist im Endeffekt ja auch nur eine Wertsache. Also. Eigentlich hätte ich ganz gerne die Eisenaxt gehabt. So, jetzt müssen wir über 12 Eisen wieder reinholen. 12, 7, ja gut, 19 Eisen. Geht. Kann man schaffen. Machen wir da oben irgendwelche. Nee, das sind ja schon Dekorationsgegenstände. Machen wir hier. Waffen und so rein. Gegenstände, Tools, Werkzeuge. Sowas wie Speere, Kupferspitzhacken, noch mehr Speere, Bumerang, nochmal ein Bumerang, Bogen. Und nochmal ein Bumerang. Und das Schwert. Und die Pfeile. So. Soll es gewesen sein. Nicht da? Da oben. Den Bogen können wir tatsächlich noch brauchen. Ist eher weniger. Also nur so halbwegs. Ah, so, so. Natürlich die Eisenspitzhacke. So, dann würde ich das hier hin machen. So, so. Okay, ja, jetzt. Ich musste mal gucken, was diese Chester's Arrows machen. Ein Knochenschwert. Was habe ich denn noch? 13, ja gut, nehme ich mal alles mit. Alles. Alles mitnehmen. Geht das schneller? Könnte es sein. Aber ich habe es geschafft, drei Bäume zu platzieren. So, ich meine. Am meisten nutzen wir natürlich immer noch den Zauberstab. So, wir wollen hier hinten ins Loch. Hallo. Ey. Ist aber nicht nett hier. Der hatte bestimmt Tollwut. Oh. Und tschüss, Monster.
Ich bin weg. Bin raus. Ist eine ganz ungünstige Position. Fackeln. Ich glaube, unter uns ist noch ein Raum, ja. Müsste ein Raum sein, aber ich guck, wo ich jetzt bin. Ah, okay, der Raum hier ist noch ein bisschen weiter weg. Egal, wir graben uns runter, weil unter uns ist auch einer. Ist auch noch so ein kleiner Freudenraum, Spaßraum. Und wir graben. Graben immer tiefer. Ja gut, Monster kommen hier eh nicht rein, also. Und im Untergrund spawnen die, glaube ich, immer. Ist hier noch irgendwas? Ich meine, immer alles mitnehmen. Naja, tatsächlich ist noch. Oh, da hinten ist ein Zombie reingefallen. Dann nehmen wir das hier mal mit. Und mache ich so. Und so. So. So, machen wir es so. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Und wieder die guten alten Wasserberechnungen, in denen wir uns alle erfreuen und beglücken. Und die wollen tatsächlich zu uns, die Zombies da drüben. Ist da ein Weg? Nee, schon mal nicht. Okay, also die können nicht zu uns rüber. Okay. Da ist auch nichts mehr. Und wir sind auf Steinebene. Ist da drüben auch noch ein Raum? Ja, ne? Nein, doch nicht, oder? Wir werden es eh erfahren. Scheinbar nicht. Ich weiß ja nicht. Das sieht mir doch sehr verdächtig nach Raum aus. Da hoch, da. Das ist sehr ungünstig. Besser. So.
Okay, schauen wir mal rein. Gut, dann machen wir hier weiter. Wir haben noch nicht wirklich viel gemacht und es sind schon 10 Minuten vorbei. Da unten ist der Raum, zu dem wir wollen. Nee, da kommen wir nicht hoch. Da hoch, da hoch. Perfekt. Gleich sind wir da. Theoretisch dürfte daneben auch noch ein Raum von uns sein, an dem wir schon waren. Also da jetzt irgendwo so Rubine. Und Diamanten, ja, Diamanten. Oh, das ist was Größeres. Okay, noch mehr Dinge. Noch mehr Vasen, oh nein, die Wasserberechnungen. Da ist Tungsten, aber ich muss irgendwie hier raus. Bevor es ihn hier zu Tode backt. Warten wir einfach mal. Unsere Luft sollte. Okay, nein, unsere Luft reicht kein bisschen. Aber ich kann da halt auch nicht so gescheit abspringen. Oh, das läuft so flüssig. Okay. Dann warten wir. Mal so ein bisschen runter hier. Treffe ich das? So, so mache ich das noch so ein bisschen auf. Ich bewege mich teilweise auch einfach gar nicht. So, die dreifache Abflussgeschwindigkeit. Perfekt. So, wir nutzen die Gesetze der Physik aus und bauen Feuer unter Wasser. So, das geht sogar noch, wenn da so, nur so einzelne Luftblasen nach oben steigen. Ups, Luft. Es ist 1 Uhr abends, 1 Uhr nachts. Okay, gleich fließt das Wasser ab, das sollten wir überleben. Der Typ mit der Platinumkrone wird es überleben. Die Reichen überleben es immer. Oh, Fackeln. Toll. Hier hoch, da hoch. Da hoch. Hey, was ist denn da? Ach so. Okay, so, jetzt das hier mitnehmen. Das Kupfer hier. Okay, das war Absicht.
bisschen Luft holen. Mein Auge erblicket Eisen. Okay, das auch noch. Nee, war kein Eisen mehr, okay. Okay, dann hätten wir den Raum auch. Dann können wir noch in den Raum des Fisches. Der Backfischraum. Captain Igloo. Nein, das ist keine Werbung. So. Und rein ins Wasser und raus aus dem Wasser. Mist. Oh nein. Hi Fisch. Hallo, hallo. Ah, da ist der Fisch. Nein, das wollte ich nicht. Die machen aber auch richtig dicke Schaden. Also. Ah, ich gehe da mal. Oh, Tungsten. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, das Wasser auch direkt nachgerückt ist. So, jetzt kann ich aber Luft holen. Luft für die anstehende Wasserberechnung. Da stand eine Fackel drauf. Für die anstehende Wasserberechnung. Oh ja, ich spür's schon. Es ruckelt schon. Und es geht los. Mal die Geschwindigkeit so ein bisschen. Ach, Luft. So, auf der anderen Seite kann das Wasser erstmal stehen bleiben. Ich glaube, ich habe da unten nochmal Ressourcen gesehen. Nee, doch nicht. Oh, das schmeckt. Und es ist noch schon wieder morgen. Ah, da kriegen wir das Eisen auf jeden Fall wieder rein. Also 19 Eisen brauchen wir. Okay. Sollten wir hinkriegen. Oh, ich glaube, da unten ist noch ein Raum. Was mache ich denn jetzt? So. Luft geholt und noch mal rein. Ich hoffe tatsächlich, dass ja, perfekt. Dann also, ich hoffe, dass da was zum Ablaufen kommt, damit wir hier auch endlich mal wieder Luft haben. Können wir ungestört graben. Ich weiß gar nicht, ob man Kupfer so gut. Lassen in eine. Ach ja, genau. Toll. Einfach toll. Wart kurz. Okay.
Einer der, also mir wurde öfters geschrieben, ob ich YouTube-Friends mit jemandem sein will. Könntet ihr bitte in den Kommentaren unter diesem Video erklären, was das ist? Ich bin nämlich nicht ganz, noch nicht ganz so lange dabei. Und ich habe wirklich keine Ahnung, was das sein soll. Aber ich habe schon wieder total viele nette Kommentare gekriegt. Aber so ein paar Kommentare sehen mir dann doch irgendwie nach Spam aus. Ich weiß nicht, unter dem letzten Video waren 17 Kommentare und ich glaube 16 davon von einer Person. Und ja, ein bisschen zurückhalten bitte. Ich meine, ich habe angestellt, dass ich alle Kommentare einzeln überprüfe. Und natürlich stand fast immer das Gleiche drin. Und das wird auch schon so ein bisschen nervig, wenn man das dann alles gegenkontrollieren will, muss, aber zahlt sich aus, haben wir, also habe ich ja letztens erst bemerkt. Komm, lass mich durch. Schnell. Ich brauche Luft. Oh, da ist. Warum ist hier so viel Kupfer? So, das mal her. Da drauf. Nein. Tschüss. Oh, wir benötigen ja auch Luft. Ah, da ist ein einsamer Saphir. Kann das Wasser bitte ablaufen? Kommt das denn? Oh! Ich brauche Luft. Ich war abgelenkt. Von einem Schleim. Kann ich eigentlich mit dem. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte mit dem Dreizack vielleicht unter Wasser atmen. So Poseidon-mäßig. Kann ich mal springen hier? Och, was soll denn das? So. Ah, diese Schleimer, die lassen auch nicht locker. Also die kommen immer wieder. Wenn die einmal an der Back, dann wird man sie auch nicht mehr los. So. Und schon können wir hier drin atmen. Oh nö, da kommen. Ja, Dreizack. So. Poseidon-mäßig. So. Komm. Komm. Zack. Voll auf die Nadel gefallen. Dem Lümmel voll auf die Nadel. Voll auf den Dreizack. So. Hi. Hey. Das war nicht der Plan, das wollte ich nicht. Nein. Ich wollte den hier. So. Und da drüben ist schon wieder Kupfer. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, das ganze Kupfer hier mitzunehmen. Also so wirklich alles. Das will ich jetzt auch nicht. Also das wird mir dann doch zu viel. Die Ader noch und die da oben an der Decke, aber dann reicht auch mit Kupfer irgendwann mal, weil. Unser Inventar ist bald so zugemüllt mit Kupfer. Das kann man gar nicht mehr tragen. Dann nehmen wir es irgendwann mal anders mit. Und ein roter Stein. Oh!
hat's überlebt. Fallschaden existiert nicht. Ist halt Schluss. Ah. Aber gestern, also beziehungsweise ab dem vierten Video, war ja auch politischer Aschermittwoch. Ich weiß nicht, haben den manche von euch verfolgt? Ich jetzt nicht so aktiv, aber eigentlich war ganz witzig. Also ich habe einen kurzen Beitrag dazu gesehen. Kann ich nur empfehlen, Parteitag der CSU. Das ist, ja. Er hat sich freundlicherweise. Ah, das wird das was gehen. Noch mehr Kupfer. Ist da sonst noch irgendwas? Ich würde es ganz gerne wissen. Nebenbei nehme ich dann das Kupfer mit. Da ist wirklich nichts. Oh, ich wollte eigentlich schon eine Fackel mitnehmen. Okay. Ja gut, hier waren wir schon. Heißt F, Karte öffnen. Ah, wir sind da unten. Wir haben aber echt kein Platinum gefunden, ne? R. Zack, hi. Tungstenbarren können wir so ein paar machen. 7. Und Eisenbarren. 10 oder so, ja. Und Kupferbarren. Ah, 36. Ich will doch nur so ein Platinum. Hier, Platinum-Spitzhacke. 12 mal Platinumbarren. Haben wir 12? Ja, ich glaube, wir haben 12. Ja, wir haben 12. Weil ich will unbedingt ausprobieren. Jetzt vergesse ich mal so ganz kurz die Rüstung. Platinum, die wollen wir uns natürlich auch noch machen. Vielleicht finden wir auch nie wieder Platinum und wir machen sie jetzt nicht, aber wir hoffen einfach mal, dass wir wieder Platinum finden. Was macht der Hase hier? Ciao, Hase. Und dann gucke ich auf die Karte. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt keine Wegpunkte jetzt haben. Wow, okay. Wir können rausklicken, aber Wegpunkte setzen nie. Hier schon so ein Schleim rum, aber sein Gel brauche ich auch nicht. Ich glaube da lang. Ja, doch, doch. Der erste Kandidat ist da drüben. Hi. Wie läuft's so im Leben? Gut Job. Ja, jetzt nicht mehr. Kiste. Ja, das passiert, wenn man Kisten nicht mitnimmt. Man denkt, da wäre noch was. Deswegen wollte ich einfach mal nachgucken. So, jetzt. Ganz lang. Wo ist er hin? Ganz langsam, ganz langsam. Okay, nächster Wegpunkt, wobei, wartet. Na egal, ist die Karte hier schon offen. Nächster Wegpunkt. Oh. Egal, dann laufen wir mal weiter. Ein Hauptgang, ein bisschen weiter runter. Das, haben die Dinger so viel Leben? So, F. Nächster Wegpunkt. Nach links, okay. Dahin.
Ja, genau, zu dir. So, Dämonenaltar. Ich komme. Hallo. Und jetzt mal gucken. Können wir das Teil zerstören? Nö. Auch nicht mit der Platinumspitzhacke. Ich halte noch eine Weile drauf. Aber jetzt habe ich irgendwie auch keine Idee mehr. Nee. Oh. So, ich schlag jetzt mal nicht. Was mache ich denn jetzt? So, ich schlag keine Schwarzen. Nein, das wollte ich gar nicht. So, ciao. Nein. Oder ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wie ich die besiegen kann. Keine Ahnung, was ich dazu machen soll. Ja, gut. Zack. Gut, dann war die Spitzhacke so ein bisschen so ganz leicht unnötig. Aber gut, also bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Und es gibt theoretisch auch einen Kingslime. Also den können wir mal spawnen und mal bekämpfen. So. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.